Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit Emin hier. Wie schon erzählt, ich werde jeden aus der Crew, der sich bereit erklärt, ein kleines Interview zu geben über damals, mal ein bisschen interviewen. Und letzte Woche habt ihr den Steve gesehen und heute ist Emin dran. Hi, alle zusammen. Also, ich bin Emin, ich bin 26 Jahre alt und ich führe momentan ein Einzelunternehmen, kann man sagen, mit Monkey Films. Vielleicht kennt der ein oder andere Monkey Films schon. Ich drehe zu 90% Musikvideos, habe aber auch noch andere Jobs, wo ich halt Flyer designe, Logos designe etc. pp. Und abgesehen davon bin ich auch noch Tanzlehrer. Das war so zur kurzen Vorstellung. Ich starte jetzt auch direkt mit den ersten Fragen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du antworten wirst. Erste Frage ist eigentlich ganz einfach. Wie bist du denn zum Tanzen gekommen? Wie bin ich denn zum Tanzen gekommen? Also mein Bruder hat früher selber mit Daniel und Marc getanzt. Das waren die beiden, sage ich mal, die Heads quasi von den Crews, die es halt damals gab, sage ich mal, in Beensberg, Bergisch Gladbach. Und ich bin dazu gestoßen, weil ich einfach nur einen Handstand lernen wollte. Tatsächlich ist es die lustige Realität, dass ich auch 2 oder 3 Jahre danach immer noch keinen Handstand konnte. Und für mich, ich kann halt jetzt einen Handstand, aber für mich fiel es sehr schwer, den zu lernen. Ich wollte halt wirklich nur einen Handstand lernen und dann wieder abhauen, so quasi. Aber bin ich halt dran geblieben und mein Bruder hat dann aufgehört, ich habe weitergemacht und ja. Du hast ja gesagt, du bist gekommen, um Handstand zu lernen. Und bist dann ja aus irgendeinem Grund beim Tanzen dabei geblieben. Woher wusstest du denn für dich persönlich, dass das Tanzen das ist, was du machen willst? Ich wusste es tatsächlich nicht. Ich bin immer eine Person gewesen, der verschiedene Sachen ausprobiert hat. Zu dem Zeitpunkt, sage ich mal, war meine schlimme Phase oder der Anfang meiner schlimmen Phase, wo ich halt wirklich viel Scheiße gebaut habe. Ich glaube, das kennt jeder Jugendliche, wo es wirklich eine Zeit gab, wo jeder Mist gebaut hat. Unter anderem auch, weiß ich nicht, einfach Leute gehauen, die blöd geguckt haben oder so. Als Beispiel nur genannt, ist natürlich blöd. Da war ich aber noch relativ sehr jung. Also ich bin nicht drauf kleben geblieben und hau mit 20 immer noch Leute oder so. Das ist natürlich völliger Quatsch. Bei mir hat das auch relativ schnell dann, glaube ich, 1 oder 2 Jahre später, nachdem ich mit dem Tanzen angefangen habe, hat das auch aufgehört, dass ich halt auch mit den Jungs gechillt habe, die halt auch Blödsinn machen. Und ich bin da geblieben. Ich kann gar nicht wirklich sagen, weswegen ich da geblieben bin. Ich glaube, es hat mich einfach so dahin gezogen. Ich glaube, es war irgendwo Schicksal. Ich glaube an Schicksal auch. Und ich glaube, es war irgendwo auch Schicksal. Ich glaube, sonst hätte ich noch viel mehr Blödsinn gemacht und wäre vielleicht jetzt immer noch dran kleben geblieben und hätte, ja, weitergemacht. Also ich kann aber nicht wirklich sagen, was mich ans Breaken gehalten hat, also am Anfang. Im Nachhinein war das natürlich so, dass mich die Crew ans Breaken quasi gehalten hat. Du hast ja gerade schon angesprochen, die Crew hat dich vielleicht so ein bisschen beim Breaken gehalten. Wie hast du das Leben in der Crew wahrgenommen? Wie war das so für dich? Also ich bin ganz ehrlich, es war eigentlich so meine Familie. Für mich, ich hatte einen Vater mit Behinderung, sage ich mal. Meine Mutter musste sich immer um meinen Vater kümmern. Es ist quasi noch so ein Kind gewesen, sage ich mal, weiß ich nicht, der halt 10, 12 Jahre alt ist, um die man sich halt regelmäßig kümmern muss. Mein Vater musste auch, keine Ahnung, 16 Tabletten oder so am Tag nehmen. Und daher hatte ich so den krassen Familienbezug auch nicht. Und da ich war halt auch immer anders. Ich komme aus einem türkischen Haushalt und ich war halt auch nie typisch türkisch. Und daher habe ich mich halt auch bei denen viel wohler gefühlt als jetzt. Klar habe ich mich auch zu Hause wohl gefühlt, aber ich glaube, jeder kennt das, der irgendwie mal zu einer Gruppe gehört hat, egal in welche Richtung. Da fühlt man sich irgendwo noch mehr verbunden. Und für mich ist das auch, klar hat mich meine Familie auch erzogen so. Aber für mich war das auch teils von der Crew aus, dass ich auch von da aus erzogen wurde. Immerhin, wie gesagt, es war nicht einfach nur irgendwie, ich laufe rein, tanze und dann haue ich wieder ab, sondern es war wirklich wie eine Familie. Daher habe ich auch logischerweise mit dem Blödsinn aufgehört, was ich halt damals gemacht habe. Ja. Ja, wir haben ja so ein bisschen drüber geredet, über die Vergangenheit und wie es so damals war in der Crew, wie du das wahrgenommen hast. Was für einen Stellenwert hat denn das Tanzen an sich in deinem jetzigen Leben noch? In meinem jetzigen Leben tatsächlich hat es immer noch einen großen Stellenwert, weil ich dadurch quasi, das ist quasi mein Hauptberuf mit Monkey Films zusammen, mit meinem Medienbereich. Ich bezahle damit meine Miete.
Ich bezahle damit mein Essen. Es ist quasi immer noch ein großer Bestandteil. Aber der Unterschied ist, es ist ein Job geworden und nicht mehr nur ein Hobby. Ja, also bedeutet, ich kann nicht mehr leider jeden Tag trainieren gehen. Ich versuche mir freitags, wenn ich jetzt keinen Dreh habe, wenigstens ein paar Stunden zu trainieren. Es funktioniert auch nicht immer, weil ich immer sehr viel arbeite und dadurch halt auch keine Kraft mehr auch freitags habe. Aber ich versuche es wenigstens. Ist aber kein Training mehr. Ich versuche nicht irgendwie weiterzukommen, besser zu werden, weil die Zeit ist für mich, sage ich mal, denke ich, ist halt abgelaufen so. Ich muss damit nichts mehr erreichen. Ich habe damit halt erreicht, dass ich damit leben kann. Deswegen habe ich da keine Wünsche mehr, die ich jetzt unbedingt vollenden muss. Ich muss jetzt nicht bei krassen Battles oder so mitmachen. Ich glaube, es ist sowieso für viele schwer, mit Breakdance halt seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Mhm. Und daher muss ich mich schon glücklich schätzen. Und da bin ich auch glücklich drum, dass ich das damit machen kann. Deswegen habe ich da auch, sage ich mal, ja, das ist so der Stellenwert, den ich habe. Es ist mir für mich sehr wichtig, weil ich dadurch mein Geld verdiene, aber es ist jetzt nicht mehr direktes Hobby, weil ich dafür keine Zeit habe, leider. Das ist auch, bei mir war es irgendwann genau der gleiche Punkt. Weil, glaube ich, wir beide sind die einzigen aus der Crew, die jetzt noch am längsten so mit Tanzen was zu tun haben, weil wir halt einfach damit auch Geld verdienen. Ne? Ja. Und für mich war es richtig krass, wenn ich so zurückblicke, dass ich damals hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich irgendwie davon leben kann. Ne? Niemals. Es gibt so ein Video, das ist mittlerweile 11 oder 12 Jahre alt, wurde bei so einem Theaterprojekt aufgenommen. Und da habe ich dann gesagt, ja, ich möchte in 10 Jahren davon leben können. Ne? Wir wurden gefragt, wo wir uns in 10 Jahren sehen. Und ich habe mir gewünscht, dass ich in 10 Jahren davon leben kann. Ich habe gesagt, ich will Breakdance-Profi werden. Ja. Aber ich bin jetzt kein Breakdance-Profi. Ich würde mich auch, glaube ich, wäre ich ein Profi, niemals da irgendwie mich damit irgendwie brüsten oder so. Ich bin kein Profi, aber ich kann halt damit leben. Ich glaube, das hat auch irgendwo eine Professionalität. Ja, das ist auf jeden Fall krass, dass du man hat halt mit irgendwas angefangen, so aus dem Nichts und kann damit dann irgendwann Geld verdienen. Und ich habe für mich persönlich auf jeden Fall aus dem Tanzen halt gelernt, dass du, egal aus was, du brauchst nur irgendwie, du willst nur irgendwas machen und aus dem Willen kannst du eigentlich alles erreichen. Ja, 100%. Also, egal in welchen Bereich ich mich begebe zum Beispiel, egal was du willst, du schaffst es. So, du musst es nur wollen und man darf halt auch nicht frühzeitig aufgeben. Abgesehen davon aber nochmal zurück zur Frage, damit ich das nicht vergesse. Natürlich hat Breakdance auch den Stellenwert, dass wenn irgendwas schief laufen würde oder mir es wirklich nicht gut gehen sollte oder keine Ahnung, auf einmal mit der Menschheit gar keinen Kontakt mehr haben sollte, ist, glaube ich, Breakdance das, wäre das quasi, was mich am Leben erhalten würde. Mhm. Jetzt zwar nur Job, es ist kein Hobby mehr, aber wenn es irgendwann sein sollte, dass ich wirklich irgendwie alleine stehe, dann wäre Breakdance halt das, woran ich mich festhalten würde. Ja. Da erinnere mich gerade dran, vor einem Monat ungefähr ist das Video online gekommen, was wir vor dem Tod bereuen. Und da habe ich am Ende ja die Frage gestellt, was würde man tun, wenn man nur noch ein Jahr zu leben hätte, was würde man ändern oder was würde man weitermachen? Und an dem gleichen Tag habe ich dir auch die Frage vorher gestellt. Ja. Und da hat dann Emin geantwortet, dass er nur noch breaken würde und Videoprojekte halt verwirklichen würde, indem er, wo er Dinge den Menschen rüberbringt, die ihm persönlich wichtig sind. Ne? Und das Erste, was du aber genannt hast, war halt das Breaking. Ne? Ja. Das ist halt so für mich auch was mega krasses, das ist immer noch so Kindheitserinnerung irgendwie. Ne? Ja. Auch wenn man die Musik hört und wenn man alte Videos von uns guckt. Ja. So. Wir haben halt extrem gute Erfahrungen mit dem Breaken und mit der Crew gemacht, dass es für uns sowas ist wie, sag ich mal, jetzt wie ein Elternteil. Breakdance ist für uns wie so ein Elternpart, weil wir haben uns dadurch kennengelernt, wir haben damit gelebt und wir haben ja viele Jahre damit gelebt und das tagtäglich, teilweise 5-6 Stunden am Tag und das ist für uns, sag ich mal, ja, unser Leben gewesen. Einfach in dem Zeitpunkt, in den, keine Ahnung wie viele Jahren, war das einfach unser komplettes Leben. Eigentlich hast du die Frage schon fast beantwortet. Also die letzte Frage wäre jetzt gewesen, wie schaust du heute auf das ganze Tanzen zurück? Also vermisst du das und wie denkst du darüber? Hättest du vielleicht lieber in deiner Jugend was anderes gemacht? Wir haben ja schon extrem
krass viel Zeit ins Tanzen investiert und sind deswegen eher nicht feiern gegangen und so, sondern wir haben immer nur trainiert. Ja. Und andere würden vielleicht sagen, wir hätten auch in der Jugend was verpasst. Also ich habe das auch schon öfter gehört, boah, ihr habt ja gar nichts gemacht. Ja. Geh doch mal in den Club, hey, ihr könnt doch tanzen, bla bla bla. Ne? Würdest du es anders machen, wenn du nochmal die Wahl hättest? Ich würde, sage ich mal, alles genauso machen, wie ich es auch vorher gemacht habe. Der einzige Unterschied, den ich vielleicht hätte machen wollen, ist einfach, dass ich für Sachen hingearbeitet hätte, auch in anderen Bereichen, damit ich vielleicht jetzt eine quasi mich schon vorbereitet hätte auf diesen Tag, wo wir hier jetzt leben. Mhm. Ich hätte mir versucht, irgendwas businesstechnisch einfach aufzubauen. Aber ob ich jetzt irgendwas bereue oder so, auf gar keinen Fall. Ich bereue gar nichts. Ich würde es genauso auch wieder machen. Und ich würde definitiv auch, glaube ich, ja, ich würde es genauso machen. Es gibt da eigentlich nichts zu sagen. Für mich war das halt die schönsten Jahre in meinem ganzen Leben, sage ich mal. Bis zu dem Zeitpunkt natürlich, wo ich auch Elif geheiratet habe. Das zählt natürlich auch ein. Das kann man aber jetzt nicht vergleichen, weil das ist meine Frau und das ist mein Tanzen. Aber es ist auch wie meine Frau gewesen und deswegen, ich würde aber nichts anders machen. Für mich ist alles perfekt gelaufen. Ich hätte vielleicht noch was addiert, indem ich halt für Sachen für die Zukunft gearbeitet hätte, noch mehr, aber das war es auch. Also, ich habe nichts falsch gemacht. Okay. Das ist auf jeden Fall mega wertvoll, wenn ihr auf die Vergangenheit zurückguckt und sagt, ihr hättet da nichts anders gemacht, weil ihr zufrieden seid an dem Punkt, wo ihr jetzt seid. So. Ja. Ja, fresh. Das war's auch schon mit dem kleinen Interview. Schaut auf jeden Fall mal bei Elle Based vorbei, das ist Emins Frau. Sie ist auch auf YouTube unterwegs und hat auch jetzt die letzten Monate ein paar Videos gedroppt. Sie ist mehr so im Bereich Fashion unterwegs. Bisschen mehr weg von meinen Sportklamotten und so. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ihr Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare gerne. Ein Video steht noch aus vom Interview, Minimum. Und lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Dankeschön. Monkey Films auf Instagram, alles unten in der Beschreibung. Dankeschön. Ciao, peace out. Ciao, ciao.